Unser Mond könnte viel mehr Wassertaschen haben, als in der Wissenschaft bisher angenommen wurde. Auf seiner Oberfläche gibt es sogenannte Kältefallen. Das sind Bereiche, die immer im Schatten liegen. Wenn du in der Nähe einer der Mondpole bist, vor allem am Südpol, siehst du überall Schatten. Und zwar auf einer Fläche von 39.000 Quadratkilometer. Es gibt winzige Kältefallen, die nur einen Zentimeter breit sind, aber es könnten Hunderte oder Tausende größere geben. Diese Regionen liegen in ewiger Dunkelheit. Das heißt, seit Milliarden von Jahren könnte kein Sonnenstrahl dorthin gekommen sein. Und in der Forschung glaubt man nun, dass diese Regionen viel mehr verbergen als bisher angenommen. Einschließlich kleine Eisflächen, die nicht größer als 1 Cent sind, aber dennoch von Astronauten zum Trinken oder als Raketentreibstoff genutzt werden können. Der Großteil des Wassers könnte in Glasperlen auf der Mondoberfläche gespeichert sein. Eine Theorie besagt, dass 40.000 Quadratkilometer der Mondoberfläche Wasser gespeichert haben könnten. Aber niemand kann das beweisen, bevor nicht jemand persönlich dorthin fliegt oder einen Rover schickt, der in die Oberfläche gräbt. Der Mond ist nicht komplett weiß oder farblos. Die Apollo-Astronauten, die 1969 dort gelandet waren, sagten, der Mond sei ein wenig bräunlich. Spätere Studien haben gezeigt, dass einige dunkle Bereiche des Mondes einen Hauch von Braun und Blau aufwiesen. Die Hochlandregionen sind gelblich mit schwachen Nuancen von blassrosa. Auf dem Mond gibt es unterschiedliche Mengen an verschiedenen Metallen in den Mineralien, wie Titan oder Eisen. Daher sind die Farben der Mondoberfläche nicht überall gleich. Allerdings sind unsere Augen auch nicht empfindlich genug, um diese Farbunterschiede aus dieser Entfernung zu erkennen. Der Großteil der Mondoberfläche besteht aber aus Mineralien, die von Natur aus grau sind. Und das ist die Farbe, die wir von unserem Planeten aus sehen. Wenn du im Weltraum bist, kannst du nicht auf dem Boden laufen, weil es keine Schwerkraft gibt. Also brauchst du auch keine Schuhe. Deshalb tragen Astronauten meist nur Socken, manchmal auch 2 Paar, wenn sie kalte Füße haben. Aber etwas Seltsames kann mit deinen Füßen da oben passieren. Falls du Schwielen hast, verschwinden sie nach einiger Zeit. Ein Astronaut berichtete, dass seine Fußsohlen sehr weich wurden, während die Haut auf der Oberseite seiner Füße rauer wurde, wie die Haut bei Alligatoren. Das kam daher, weil er die Oberseite seiner Füße nutzte, um sich über die Fußschienen in der Raumstation fortzubewegen. Es ist nicht einfach dort oben. Astronauten auf der Internationalen Raumstation, kurz ISS, nutzen diese Fußschienen oder auch Schlingen, um ihre Position zu halten, wenn sie normale Dinge tun. Zum Beispiel, wenn sie sich rasieren. Wenn sie trainieren wollen, stecken sie ihre Füße in die Turnschuhe, die an den Trainingsgeräten festgeschnallt sind. Sie müssen sich mehr bewegen als auf der Erde, etwa 2 Stunden pro Tag, weil der menschliche Körper nicht dafür geschaffen ist, sich in der Schwerelosigkeit zu bewegen oder Handlungen auszuführen, die normalerweise von der Schwerkraft bestimmt sind. Wer länger im Weltraum bleibt, verliert außerdem viel von seiner Knochen- und Muskelmasse. Zum Beispiel verlierst du etwa 20% deiner Muskelmasse, wenn du 11 Tage in der Schwerelosigkeit verbringst. Du kannst dir sicher vorstellen, dass es keinen Sinn macht, da oben Gewichte zu stemmen, oder? Die Schwerelosigkeit wirkt sich auch auf die Gewichte aus. Stattdessen nutzen Astronauten ein Gerät mit 2 kleinen Kanistern, die ein Vakuum erzeugen, die sie an einer langen Stange stemmen. Auf der ISS können sie auch Fahrrad fahren oder auf dem Laufband trainieren. Wusstest du, dass die NASA Millionen von Dollar für die Entwicklung eines Stifts ausgegeben hat? Ein Stift, mit dem man in der Schwerelosigkeit schreiben kann. Der Bleistift ist keine Option für die Raumfahrt. Er bricht schnell und hinterlässt beim Schreiben Graphitstaub. Außerdem sind sie aus Holz, was in der unter Druck stehenden, sauerstoffreichen Kapsel ein hohes Brandrisiko mit sich bringt. Ein so alltäglicher Gegenstand wie der Bleistift kann im Weltraum lebensbedrohlich werden. Daher musste ein Space Pen entwickelt werden. Er schreibt gestochen scharf und lässt die Tinte fließen, trotz Schwerelosigkeit. Komprimierter Stickstoff drückt die Tinte aus der Düse. So können Astronauten damit schreiben, auch wenn sie kopfüber schweben. Und selbst unter Wasser kann man damit schreiben. Auch im Weltraum haben Astronauten mit alltäglichen Dingen wie dem unangenehmen Juckreiz im Gesicht zu kämpfen. Wenn sie ihren Raumanzug tragen, können sie sich nicht einfach im Gesicht kratzen. Sie müssen improvisieren. Also kratzen sie die Stelle mit dem Mikrofon, das in ihrem Helm installiert ist. Manche haben sogar eine Kratzhilfe mit Klettverschlüssen in ihrem Helm angebracht. Eines der kompliziertesten Probleme bei Weltraumreisen ist der Schutz der Astronauten vor der Weltraumstrahlung.
Unser Körper ist nicht dafür gemacht, mit Protonenstürmen und kosmischer Strahlung von der Sonne fertig zu werden. Daher sind Raumanzüge und die übrige Ausrüstung unerlässlich. Untersuchungen haben auch gezeigt, dass eine antioxidantienreiche Ernährung, die viel Gemüse wie Spinat, Tomaten und rote Beete enthält, vielversprechend ist, um die negativen Auswirkungen der Strahlung zu verringern. Astronauten hatten nicht immer weiße Raumanzüge. Während des ersten bemannten Raumfahrtprojekts der NASA, dem Mercury-Projekt, trugen sie silberne Anzüge. Aber keiner der Astronauten hatte damals das Vakuum des Weltraums erkundet. Silber ist auch keine gute Farbe dafür, denn Raumanzüge müssen stark reflektieren. Weiß ist dafür am besten geeignet, denn diese Farbe reflektiert die Strahlung im Weltraum am effektivsten. Auf der Erde wirkt die Atmosphäre wie ein Schutzschild, das uns vor 77% der Strahlung der Sonne schützt. Aber Astronauten haben dort oben keinen solchen Schutz. Das bedeutet, dass sie schwere Sonnenbrände bekommen können und extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Ein weißer Raumanzug hilft auf die gleiche Weise wie weiße Wände dazu beitragen, einen Raum kühler zu halten. Denn helle Farben absorbieren 35% weniger Wärme. Weiß ist nicht die einzige Farbe in Ihrem Kleiderschrank. Wenn Sie ins All fliegen oder zur Erde zurückkommen, tragen Sie manchmal einen leuchtend orangenen Anzug. Diese Farbe ist gut sichtbar. Stell dir vor, wenn bei der Landung etwas schief geht und die Astronauten ihr Schiff verlassen müssen, dann werden sie dank des Orange schneller von der Rettungsmannschaft entdeckt. Aber die Zeiten haben sich geändert und heute haben wir ausgefeiltere Hilfsmittel, um Astronauten zu orten, die Hilfe brauchen. Und zwar über GPS-Tracker und Transponder. Daher müssen die Anzüge nicht mehr orange sein. Durch den Weltraum schweben. Alles ist friedlich und du genießt den herrlichen Blick auf die dunkle und stille Unendlichkeit, die mit Milliarden von Sternen, Planeten, Kometen, Sonnen, Monden und vielen anderen Objekten gefüllt ist. Einen Großteil werden wir wahrscheinlich nie entdecken. 95% unseres Universums sind uns noch immer ein Rätsel. Aber wenigstens ist die Aussicht schön. Doch die kannst du nur genießen, wenn du angedockt bist. Stell dir vor, bei deinem Weltraumspaziergang geht irgendetwas schief und du koppelst dich ab. Dann wird der schöne Ausflug schnell zu einem Albtraum. Aber keine Panik. Die NASA hat ein spezielles Jetpack namens SAFER entwickelt. Das ist die Abkürzung für Simplified Aid for EVA Rescue. Es feuert komprimierten Stickstoff aus 24 Schubdüsen und bringt den Astronauten wieder in Sicherheit. Theoretisch könntest du auch etwas Gas aus deinem Abzug ablassen. Oder du wirfst dein Werkzeug in die entgegengesetzte Richtung, um dich vorwärts zu bewegen. Aber das ist schwieriger, als du denkst, denn du musst es genau in die Richtung deines Schwerpunktes werfen. Sonst fängst du an, dich unkontrolliert zu drehen und bevor du dich versiehst, hast du die Orientierung verloren und weißt nicht mehr, in welche Richtung du musst. Aber SAFER erkennt die Drehung automatisch und unterstützt dich mit seinen Düsen, dich in Richtung Sicherheit zu bringen. Forschende brauchten 10 Tage, um einem Goldfisch das Autofahren beizubringen. Sie brachten ihm bei, sein eigenes Becken in Richtung eines bestimmten Ziels zu bewegen. Und dafür bekam der Fisch ein Leckerli. Die Forschung könnte uns eines Tages helfen, durch den Weltraum zu navigieren. Dazu muss es eine Art Kartierung in unserem Kopf geben, damit wir unsere Körperteile und Bewegungen mit den Bedingungen im Weltraum abgleichen können. Also, wie weit muss ich meinen Arm ausstrecken, um die Tasse Kaffee zu erreichen, ohne sie umzustoßen? Du musst nämlich wissen, dass die Bewegungssteuerung in der Schwerelosigkeit nicht dieselbe ist wie unter der Schwerkraft. Außerdem müssen wir sicher sein, dass diese Karten in unserem Gehirn zwischen Meer und Land unterscheiden oder ob es sich ums Universum handelt. Als ich sagte, dass Wissenschaftler einem Fisch das Fahren beigebracht haben, meinte ich das im übertragenen Sinne. Der Fisch sah ein Ziel und berührte die Wand seines Tanks an der Stelle, die in die gewünschte Richtung zeigte, und die Wissenschaftler lenkten die Räder, wohin der Fisch wollte.